So, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ich habe wieder am Wochenende, wie gesagt, euch ein Video gemacht über meine Dressen von einer Mannschaft. Heute habe ich die Dressen von der anderen Mannschaft da, das ist die gelbe Mannschaft. Und da werde ich heute das in meinem Gartenhaus waschen, da ein schönes Wetter ist und ich genug Strom habe. Ich habe mir überlegt heute, da es eben die Wäsche ist mit Socken und eigentlich eine bunte Sache, trotzdem ist das mit Schweiß und dem Ganzen eben vollgesaugt durch das Spiel und auch Grasflecken und alles Mögliche, werde ich heute das Omo nehmen, das normale, universale Omo. Von den Unstoppables nehme ich das Ariel, das gebe ich da rein, das ist nur eine kleine halbe Kappe. Damit eben alle Flecken rausgehen, habe ich 200 Milliliter genommen. So, da haben wir jetzt, einmal haben wir jetzt das drinnen. Das machen wir zu. Oben habe ich eben den Kalktab rein. Kein Weichspüler. Und jetzt werden wir dann die Maschine starten. So, Licht ist an und weiter geht's. Wir werden die Maschine auf 60 Grad nehmen. Wir die vertragen das Kurzwasser Plus und Start. Die Dressen wasche ich immer auf 60 Grad, damit sie desinfiziert sind und auch mit einem bleichhaltigen Universalwaschmittel, dass sie immer gut desinfiziert sind und auch immer gut einsatzbereit sind. Werden an der frischen Luft getrocknet, weil diese ganze Kunststofffaser trockne ich nicht gerne im Trockner. Die tue ich auch nicht gerne antrocknen, weil das bringt nichts, außer dass sie mir verknittert, wenn sie so im Trockner, wenn ich es nur kurz antrockne und das nicht gleich rausnehme und gleich aufhänge, bilden sich natürlich Knitter und diese Kunststofffaser ist auf jeden Fall auch schnell am Wind und auf der Luft trocken. Viel braucht sie nicht. Von der Dosierung habe ich extra 200 Milliliter genommen, weil sehr viel Grasflecken drin sind in den ganzen Socken und auch natürlich diese Wäsche nicht sauber ist, weil beim letzten Match haben wir einen kurzen Regensturz gehabt und somit ist da auch Matsch und Schlamm drauf beim Spielen, was alles natürlich dazu kommt. Die 60 Grad sind absolut okay und 200 Milliliter sind absolut okay. Ihr werdet sehen, es schäumt nicht. Das Omo von sich selber auch, dadurch, dass es hier gleich mit warmem Wasser vorgeflutet wird, statt gleich die Schaumbremse und diese ganze starke Schaumbildung wird in dem Fall auf jeden Fall. Lieblingspackung.
Also von den ganzen Unstoppables muss ich sagen, ist dieses Ariel wirklich, aber nicht zu viel reingeben, ein wenig ist genug und das ist, wenn man es an der frischen Luft trocknet, ist das wirklich eine super, super gute Sache. Und ein schöner, dezenter Duft, da das Omo eigentlich sehr neutral riecht. Und wenn man das, wenn man komplett einen dezenten Duft in der Wäsche haben möchte, dann wascht man nur das mit dem Universalwaschmittel und dann duftet die Wäsche eigentlich nach sauber und nach frisch gespülter, sauberer Wäsche wirklich. Die Maschine ist jetzt gleich in den Hauptwaschmodus übergegangen. Wie ihr hört, der Inverter hat sich dazu geschaltet. Sie heizt eben die 20 Grad noch auf, weil ich auf 42 Grad warmes Wasser rein spülen habe lassen. Ich finde es schade von Miele, dass Miele eigentlich, natürlich, man muss immer mit dem, mit der Zeit mitgehen, die Maschinen von Miele natürlich immer sehr gut und eigentlich perfekt konzipiert und designiert sind. Da ist wirklich nichts auszusetzen. Dennoch möchte ich sagen, finde ich schade, dass diese ganze Linie mit dieser Klassik-Schiene und dieser silbernen Tür eben nicht mehr produziert wird. Die Maschine hat so an die 80er, 90er Jahre erinnert und es ist, man hat immer Miele mit dem Chromring verbunden und nicht mit einer Kunststofftür. Das ist immer so das Wahrzeichen von Miele in meinen Augen gewesen, so wie das Riesenrad bei uns in Wien oder das Brandenburger Tor oder der Eiffelturm in Frankreich. So war auch dieses Bullauge mit der Chrom-Ausführung, was auch komplett in Chrom war, nicht nur ummantelt mit einem Chromring, sondern komplett in dieser ganzen Ausführung war das eigentlich für mich das Wahrzeichen von Miele. Deswegen finde ich diese Maschinen auch sehr, sehr ansprechend und es ist auch wirklich ein, kann man sagen, Meisterstück und Designerkunstwerk, wenn man kann es auch in der Küche so aufstellen und auch egal, ob es im Waschkeller ist oder im Waschraum, im Badezimmer, man hat es sofort erkannt, ob eine Miele im Haus steht oder nicht mit einem Blick. Deswegen finde ich es schade, dass sich das Design geändert hat, aber ja, die Zeiten ändern sich und wir gehen halt mit. So viel von mir heute. Ich mache vielleicht später ein kurzes Video, wenn die Wäsche hängt, wenn ich Zeit habe. Wenn nicht, verzeiht mir, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Ciao, ciao.